So, okay, gehen wir noch mal da kurz hin. Und zwar leeren wir jetzt noch mal die kurze Pipeline. Ich möchte, nein, ich muss wissen, ob das Ding arbeitet, während wir weg sind, weil das ist das A und O. Der müsste leer sein, genau. Der ist auch leer. Der ist auch leer. Ich muss also nur immer die Dinge leeren. Dann müsste die Pipeline irgendwann automatisch leer sein. Ah, jetzt müsste die Pipeline eigentlich leer sein. Oh ne. Was mit dir? So. Jetzt muss aber leer sein. Oder? Hallo? Gut, alles leer. So, dann mache ich die Kiste mich jetzt auch mal leer. So. Voila. Hier ist soweit alles. Ich mache mal die Dinge einmal voll. Ich lasse jetzt einfach mal drinne. Und jetzt, genau. Aktivieren wir das Ding und gehen nach Hause. So, und jetzt müssen wir nach einer Weile da hinten Zeugs haben. So, wir nutzen die Zeit, um hier den ganzen Stuff wegzubringen. Ich meine, so viel ist jetzt noch nicht, klar. Die Anlage lief jetzt auch noch nicht so lange. Aber zumindest schon mal schön, dass wir überhaupt was haben. So, du kommst nach da. Keine Kohle? Oh. Man bekommt also keine Kohle. Das ist ja schade. Das ist ja blöd. Ich dachte, man bekommt da alles, was man irgendwie farmen kann. Unter der Erde. Aber keine Kohle scheinbar. Das ist ja schade. Das ist ja richtig hässlich. So, können wir mit dem Mein-Geld mittlerweile irgendwas machen? Irgendwas Sinnvolles? Ich meine, wir könnten mal zum Span-Tree-Protokoll übergehen. Mal gucken. Spawn. Hier gibt es mittlerweile ein paar Läden. Könnten wir uns irgendwas Schönes kaufen? Ja, natürlich. Also, siehst du, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon, ne, dieses Gebiet hier hat sich ja mittlerweile sehr stark verändert. Von dem Typen, der da hinten ist, ne? Tuadi oder Teddy oder wie auch immer der Name ausgesprochen wird. Der hat nämlich das gesamte Spawngebiet hier komplett umgebaut. Das hatte ich euch ja schon mal gezeigt gehabt. Aber seit dem letzten Mal zeigen hat sich hier wieder ein bisschen was geändert, wie man sieht. Der Typ ist nuts. Oh, der hat den jetzt sogar einen Burg raufgebaut. Junge, der hat eine Burg raufgebaut. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Und hier ist sogar ein relativ modernes Haus. Na, hier hinten, da hinten ist ja alles eher so mittelalterlich gebaut. Und hier ist auch jetzt so richtig schniekes modernes Haus entstanden. Kann man ein bisschen pflanzen. Oh, ja, aber ja, schön tief hier. Nicht so kleinkinderfreundlich. Oh ja, da sieht man schön diese Effekte. War gut. Ja. Sehr nice. So, damit die Wohnung nicht auskühlt. Ja, richtig schöne Bahnanlage hier. Essenzug. Leider sieht man halt bei diesen Zügen nicht wirklich viel. Von daher kann man jetzt auch nicht wirklich was sehen, wenn ich jetzt hier bis rumfahre.
Ich meine, gut, außer ich gehe zum ersten Wagen vielleicht. Ah, oh nein, das kommt gerade ab. Nein. Verdammt. Ein bisschen bald hätte ich dazu kommen. Der Zug müsste eigentlich auch bei uns, bei unserem Ding vorbeifahren, ne? Nordstraße, Wildnis, Ronningsdorf. Zug halt alle 3 Minuten. Oh Gott, das war ja schon lange. Also, eigentlich nicht. Aber jetzt 3 Minuten warten ist halt. Was macht der Zug hier eigentlich? Der steht hier irgendwas dran? Nö, ne? Der Zug existiert einfach nur. Spawn Bahnhof. Kein Zug. Also für kein Zug ist das ja aber ganz schön viel mehr als ein als kein Zug. So, hier hinter gibt es ja auch noch. Zugrichtung Desert Stone. Sakushi. Nice. Da ist er. Mit seiner scheißblauen Rüstung. Ah, er guckt mich an. Oh mein Gott. Oh, ich bin so schüchtern. Der rennt einfach aufs Bahngleis. Der Junge ist insane. Insanity. So, wir halten uns mal hier vorne auf. Falls er nicht so zukommt, wie auch wieder vorne einsteigen können. Aha. So. Ja, wie gesagt, leider sind die Fenster super klein. Ich wünschte, das würde einen Zug geben, der extra dafür gedacht ist, dass man da viel sieht. So, einfach so ein Panoramazug. So. Das wäre halt schon geil. What the fuck? Achso, ich kann ja zoomen, ne? Ich kann ja. Ah, stimmt ja, ich kann ja hier. Na gut, das ist aber ja schon ein krasser Zoom. Ein etwas kleinerer hätte auch ausgereicht. Ja. Das heißt von. Also ich sehe. Ja, gut. Dann lieber so. Der andere Zoom, der war doch schon ganz schön heftig. Oh. Mein AKW. Ojimine. So, Next Station Everwood. Jetzt frage ich mich, das ist jetzt der Expresszug L3. Fährt der auch bei mir vorbei oder eher nicht so? Wir bräuchten mal so Streckennetz, ne? Mein Proviant ist leer. Ich kann nicht mehr. Tratrittel, tratrittel, tatram. Da ist mein Hotel. Ui. Müsste doch die nächste Station, glaube ich, sein, ne? Oh, wir fahren los. Ui. Wobei ich sehe gerade, in meinem Serverlog tauche ich nicht mehr auf. Das heißt, ich baue auch nichts mehr ab. Und das wiederum bedeutet, ja, die Anlage funktioniert nicht. Gut, dann steigen wir hier aus. Beziehungsweise der Zug müsste uns ja zurück, eigentlich zu unserem Haus bringen. Dann fahren wir doch mal mit dem Zug mit.
Ja, das heißt wahrscheinlich, dass das aus dem, also dass das Lava runterläuft und daraus dann mit dem Kombination aus Wasser dann Gestein wird. Genau dieser Vorgang, der scheint zu pausieren, sobald wir weg sind. Das heißt, wir müssen das Gebiet definitiv aktiv halten. Und da habe ich halt keinen Plan, wie wir das am dümmsten machen. Da müsste ich erst mal gucken, wie der Block dafür heißt. Ich meine, wir können mal gucken, ob da vielleicht doch was passiert ist, aber im Protokoll taucht nur noch Teddy auf. Von daher glaube ich nicht, dass die Anlage irgendwas macht. Das wage ich doch sehr stark zu bezweifeln. So, genau, jetzt haben wir hier hinten lang. Und da hinten ist unser Haus. Müssen wir jetzt auftauchen. Hier ist das große Wasser. Und da hinten sieht man da ist das Haus. Oh mein Gott, das ist das Haus. Oh mein Gott. Da ist die Brücke, wo wir mal rüberlaufen. Beziehungsweise auch die alte Bahnbrücke. Die Brücke, die wir rüberlaufen, ist der schwarze Strich da drüber. Und da fahren wir gleich lang. Holy moly. Ja, also nichts getan, ja. So, kaum bin ich da, tauche ich auch wieder im Chat auf. Im Protokoll. Ja, hat sich nichts getan. Gesamte Pipeline dürfte komplett leer sein, ja. Ja, wir müssen also das Gebiet auf jeden Fall aktiv halten. Das wird nichts. Genau, dieser Vorrang da, dass das Lava runterläuft und daraus Stein wird, das passiert nicht. Ich schätze mal, alles andere funktioniert. Aber genau dieser Vorgang, der funktioniert nicht. Und das ist natürlich disgusting. Das heißt, ich mal kurz hier Programm beenden. Und geh mal kurz hier Workspace. Nein. Nein, das ist komplett falsch. Das da, naja, fast richtig. Das da, das ist schon besser. Also du gehst mal kurz weg. Und so, mal was gucken hier. My Test. Keep Area Active. Keep an Object loaded while it's in load chunk. It wants protection property. We're not leveling, we're not in game. GUI for Area, Synchronize. Ich glaube, so wird das genannt. Genau. A world archer is the object in my test worlds that cause the server to keep surrounding parts of the world running, even when no players are nearby. Auf Deutsch: Ein Weltenanker ist ein Objekt in my test, oder in der my test Welt, das den Server dazu veranlasst, umgebende Bereiche aktiv zu lassen, selbst wenn kein Spieler in der Nähe ist. Und das ist doch Part der Technik-Mod. Aber wie heißt denn dieses Ding? Mainly used to allow machines to run unattended. Normally machines are suspended when not near a player. Technics mod supplies the form of a world object. It's a placeable block, but it's not straightforward available to. Ah, fuck. But it's not straightforwardly available to players. Ist also nicht einfach so verfügbar. There is no res. Es gibt kein Rezept dafür. Und damit taucht es auch nicht in der Liste auf. Verdammte Scheiße. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir sagen, okay, fürs Let's Play machen wir eine Ausnahme und ich cheate mir einfach so ein Ding. Oder ob wir sagen, nee, das Let's Play bleibt schön legit und ich bin gefickt. Ach, fuck.
Gut, das heißt, wir können, wie heißt das? Technik Admin anschauen. Ja, das ist natürlich disgusting. So. Erstmal wieder hier MyTest gehen. So. Ah. Remination Vollbild. So. Genau, das heißt, wir brauchen. Jetzt habe ich jetzt die Frage. Haben wir das Gift-Privileg? Das haben wir, glaube ich, ne? Nee, haben wir nicht. Dann geben wir uns das mal. Grant me give. So, jetzt. Give me Technics Admin Archer. Was? Wie ist das Ding nochmal? Technik? Was habe ich geschrieben? Ach, warum schreibe ich immer Mehrzahl? Geht doch. So. Und jetzt Rework. Ha. Ich bin so froh, dass es diesen Befehl mittlerweile gibt. Weil früher gab es zwar Give Me, also früher gab es nicht mal Give, ganz am Anfang gab es nur Give und Rework. Das heißt, du musstest immer deinen eigenen Namen angeben. Dann kam von einer ganzen Weile Give Me hinzu, sodass man sich selbst direkt Sachen geben konnte. Aber es gab halt kein Revoke Me. Sodass man bei Revoke halt immer noch seinen eigenen Namen angeben musste. Aber mittlerweile gibt es auch Revoke Me und damit kann man auch schön schnell sich selbst Sachen wieder entnehmen. So, das ist wieder verfickte Weltenanker. So, den brauchen wir jetzt. Verflucht, Affig, Effig. So, erstmal wieder alles ausschalten, Pipeline lernen, damit wir wieder gucken können, ob alles funktioniert. Warum ist hier nichts drin? Hey, was ist denn das Stuff hin? Ach nee, jetzt ist das Ding an. Warte kurz, war es die ganze Zeit aus? Wait a minute. War das Ding etwa die ganze Zeit aus? Das wäre natürlich eine Katastrophe. Erstmal hier gucken. Gucken wir mal kurz. Aus. Brr. So, da kommen wir zurück. Nee, das Ding war an. Okay, doch, war an. Ah, nehmen wir mal. Ich dachte schon. Wenn das jetzt der Grund gewesen wäre, dann hätte es aber Krieg gegeben. Dann hätte es aber Krieg gegeben. Hätte aber wissen können, ja. Ha? So, also das war nicht der Grund. So, jetzt ist das Ding aus. Jetzt wieder alles leeren. Sag mal ruhig oder was? Oh Mann. Was wir noch bräuchten, wäre so eine Schnellentladungsfunktion. Ich meine, gut, braucht man zum Glück nur für Debugging-Zwecke. Von daher. Aber wäre schon geil, wenn man einfach so eine Schnellentladungsfunktion hat. Wo man einfach mal den gesamten Kreislauf komplett entleeren kann. Naja. Wäre das technisch möglich? Alles, was wir dazu bräuchten, wäre eigentlich eine Pipe, die auf ein Mesekon-Signal reagiert. Aber sowas gibt es, glaube ich, gar nicht, oder? Na egal. So, jetzt. Erstmal hier hingorsch. Wir stellen das Ding einfach mal in die Mitte. So. Ah, ich kann den Radius einschalten.
Was ist das hier unten? Keeping 0 von 1 Map Blocks loaded? Oh, okay, man kann also nicht unendlich weit. Was heißt du wieder unlocked? Locked, unlocked, disable, enable. Gut, auf jeden Fall, wenn Ding nur ein Block aktiv hält, dann setzen wir das mal direkt. Jetzt ist die Frage, von wo bis wo ist ein Block? Das Win müssen wir eigentlich rausfinden, indem ich meine Sichtweite ganz weit runter stelle. So, jetzt muss ich nämlich, weil es wird immer ein Schrank mit Eimer ausgeblendet. Ja. So, das heißt, da vorne ist eine Schankgrenze. Okay, das Ganze ist also ein Chunk. Gut. Das heißt, ich kann es einfach irgendwo nahe dem Bereich stellen. So, 300. Und dann sollte dieser Block aktiv gehalten werden. Bop. Locked, enabled. Achso, 1. Okay. So, Pipeline ist geleert. Pipeline ist geleert, Pipeline ist geleert. Ich leere das hier auch nochmal. Gut, einmal Uran. Immerhin. So. Alter, das heißt, ich will immer F10 drücken. Spawn. Huh. So. Ich bin so aufgeregt. Gut, jetzt renne ich ja hier mit Uran rum. Ha! Friss meine Radioaktivität. Buha, die ganze Welt ist verseucht. So, ganz ehrlich. Bevor ihr noch ein Kleinkind mit Uran rumspielt, lieber weg damit. So, genau, also hier kann man schon mal nichts kaufen. Hier gibt es nichts Interessantes, leider. Oh, wobei doch Uran für. Na gut, kriegen wir Carbon. Oh. Da haben wir schon ein paar mehr. Warum gibt es keine Diamanten? Ich müsste einen Laden aufmachen mit Diamanten. Wobei die werden dann unbezahlbar. So viel wert, wie sie hier auf dem Server haben. Offensichtlich. Hat irgendjemand anderes leichtsinnigerweise irgendwelche Diamanten hier im Angebot? Ha? So leichtsinnig kann ja keiner sein. Ich meine. Warum gibt es hier Züge? Warum kann man Züge kaufen? Das ist interessant. Gut, es gibt Tomaten. Danke dafür. Was ist das hier für ein Billo-Stuff? Mäh. Nö, nö. Nichts Interessantes. Geschützte Kisten kann man sich kaufen. Da können wir ruhig ein paar kaufen von. Oh, das war's schon. Sad Life. Ja, die kann man immer mal gebrauchen. Ansonsten Rest eigentlich nur, obwohl doch Holz kann man sich auch so ein bisschen. Gibt es auch normales Holz? Nee, ne? Okay, wir müssen also erstmal das Geld umwandeln. Ach, scheiße. So, da und dann. Bob. Bob. Ja, gib mir Holz! Ich brauch. Oh. Okay, der Laden hat gar nicht so viel vorrätig. Oh, und mein Geld ist leer. Mein Geld ist leer, ich kann nicht mehr. Tradritel, tradrutel, tatram. Gib mir alles. I need everything! Also schön. Ich frage mich, bis wohin man es stapeln kann. Stacken kann. Oh, schön viel Holz. Ich bin einfach Sörens beste Kundschaft. Ich sorge für Umsatz. Ja, Mann, Digga, Umsatz. Was war's? Keine weiteren Geschäfte? Ich glaube, ich habe all die leer gekauft. Gibt's hier noch einen Laden?
Hab ich hier Holz denn? Ich hab kein Holz. Ne, nee, kein Holz da. Achso, genau. Der letzte Ding hier, genau, das letzte Ding ist dafür, wenn man irgendwelche An- und Blöcke hat, also zum Beispiel das alte Geld, dann kann man das hier direkt eintauschen gegen die neuen Items. Dafür ist das da. Wenn sich da jemand wundert. Ansonsten die anderen Sachen sind halt Sachen, die man so selten findet. Oder die man halt sehr früh am Anfang schon gut gebrauchen kann, so wie die beide hier. Aber vor allen Dingen halt, die findet man super selten und die Sachen, die findet man auch. Also gerade Ananas findet man halt super selten. Und die anderen sind auch eher so für Sachen, die man vielleicht mal gut gebrauchen könnte. Oh, Honig, stimmt, der Honig gibt's ja auch noch. Ist hier Honig? Da mache ich mal eine Tour durch. Oh, Honig. Okay, nicht überall gibt's Sachen. Schade eigentlich. Oh, 12-mal Honig. Kann es sein, dass wenn zu viele auf einem Fleck sind, die gar nicht so viel produzieren, dass sie sich quasi die Blumen teilen müssen, wenn man so möchte? Weil der, der jetzt hier einzeln war, hatte halt 12 und die anderen haben halt ja alle so billo wenig. Oder hier war vor kurzem jemand da und hat den einen aber übersehen. Das könnte natürlich auch sein. Oh, so viel Honig. Jetzt klauen wir den ganzen Honig. Na super. Honig ist gut. Ich habe zwar keinen Plan, was wir mit dem Honig machen können, aber besser haben als brauchen. Muhaha. Oh, wir haben schon fast 100. Das ist aber interessant. Oh, hier waren auch wieder 12. Ja, ich. Keine gute Frage. Ich möchte jetzt noch keine Schlussfolgerung machen, dadurch, dass wir hier statistisch keine belastbaren Daten haben. Das müsste man gucken, wenn man jetzt alle einmal leer macht, dann eine Weile wegbleibt und dann wieder hingeht. Und dann vergleicht, wo wie viele drin sind. Ob dann die, die einzeln stehen, wirklich mehr haben als die, wo viele zusammenstehen. Weil ich wage es irgendwie zu bezweifeln. Weil hier sind da ganz viele. Und die hatten auch sehr viele 4 gehabt. Während welche, die hier hinten waren, teilweise nur eine hatten. Also ich schätze mal, ne, hier zum Beispiel, hier sind nur 2 drin. Aber hier wieder 12. Nee, ich glaube mal, hier war einfach vor kurzem jemand, der halt viele davon leer gemacht hat, aber nicht alle. Er war halt nicht so wie wir. Wir machen immer alles leer. So. Das ist unser Lifestyle. Ich verkaufe ich mache jetzt hier immer den Honig leer und verkaufe ihn zu horrenden Preisen. Ich mache einfach so ein eBay-Account auf. Extra für Honig. So, jetzt haben wir aber genug hier. Aus, Ende, weg. So, mal gucken, was ist eigentlich? Ich tauche nicht im Protokoll auf. Es hat nicht funktioniert. Ich will mein Geld zurück. Warum? Nein, ich bin kein Homo. Home. Warum geht das nicht? Ich will Geld zurück. Oh, das ist ein Baumeister. Ich will Geld zurück. Der ist schuld. Aber da ist doch dieser Kackwelkanker. Und der ist doch aktiv, oder nicht? Ja. Archer enabled. Ich glaube, der ist disabled. Und auf eine andere Art und Weise. Warum geht das nicht? Und hier ist auch Keep 0 of 1 blocked loaded. Oder meint er mit Radius wirklich die Blöcke als solches und nicht? Also ich weiß halt nicht, was er mit Radius meint. Aber ich mach mal einfach hier 100. Achso. Wenn ich jetzt 100 eingebe? Hä? Oder muss ich so machen? Ah. Ist das gut so, wenn da steht 0 von 2000? Oder heißt das, dass er überhaupt nicht funktioniert?
Welt Anschluss enabled. Started. Oh je, jetzt mal dieses Ding hier lernen. Alles meins. Ah, ich bin zu langsam. Ich meine, man könnte hier noch einen Schalter hinbauen, ne? Dass man hier so ein Endgatter hinmacht. Dass man das Mesesignal hier lang legt. Dann kommt hier von links ein Mesesignal. Hier ist ein Endgatter und hier ist ein Schalter. Und dann ist hier der Ausgang. Würde das funktionieren? Was habe ich getan? So, ist aber alles leer hier, oder? Pipeline ist leer, ja. Ja, und seid euch sicher. Ganz sicher. So, also hundertprozentig, ja. Ach, ist doch ein Albtraum. So. Er sagt, er ist aktiv. Aber es sind null Blöcke aktiv. Kann ich das ja einfach endlos erweitern? Okay, also mehr als... Ja, mehr als 100 geht dann. Macht er wohl nicht. Wenn ich jetzt 200 eingebe. Oh doch, 200 macht er auch. Gut, aber so viel brauchen wir ganz ehrlich nicht. Also das reicht aus, wenn wir hier so 20 Blöcke haben. So, 27 Map Blocks. Ist schon mehr als genug. Ja? Eigentlich bräuchte ich nicht mal das. Aber wir lassen es mal so. Das heißt, es sind nämlich jetzt drei Blöcke immer aktiv. Ne? Also der Block in der Mitte. Und dann in jede Richtung noch mal ein weiterer Map-Block. Ja, deswegen haben wir nämlich 27, weil in jede Richtung 3 mal 3 Dimensionen, also 3 hoch 3. Und 3 hoch 3 sind 3 mal 3 mal 3. Und 3 mal 3 mal 3 sind 3, 9 und 27. So kommt diese Zahl zustande. Meine Damen und Herren. Gut, na dann. Der letzte Test. Und wenn der nicht funktioniert, dann habe ich halt irgendwann auch keinen Bock mehr. So, ab vom Spawn. So. Gut, ich mache jetzt Folgenpause und warte mal ein paar Minuten bis zur nächsten Folge. Und wehe, die Scheiße ist scheiße, dann scheiße ich in den Hals. Ja. Und bis dann.